Auch im unteren Gesichtsdrittel, das im Prinzip unterhalb der Nase beginnt und am Kinn endet, kann man Hyaluronsäure einsetzen. Wenn jemand zum Beispiel Fältchen im Bereich der Oberlippe hat, die entstehen eigentlich durch eine Mimik, eine bestimmte Bewegung, nämlich das Spitzen der Lippen. Wenn jemand nun aber diese sogenannten Barcode Lines entwickelt und kein Botulinumtoxin hier haben möchte, um die Mimik auszuschalten, kann man mit Hyaluronsäure in die Fältchen gehen und diese auffüllen. Auch hier sollte man wieder eine Hyaluronsäure verwenden, die natürlich sehr, sehr fein ist und sehr oberflächlich, und diese muss sehr gezielt und sorgfältig gespritzt werden. Sollte jemand die typischen Mundwinkelfalten entwickeln, die sogenannten Marionettenlinien, ist es eine klassische Domäne der Behandlung mit Hyaluronsäure. Man kann diese Region hier sehr, sehr gut mit einer Hyaluronsäure, die ein bisschen anheben kann, auffüllen. Das Ganze hält etwa ein Jahr und man sieht gleich ein bisschen frischer und weniger mürrisch aus. Außerdem gibt es Patienten, die hier so eine Kinnlinie entwickeln, weil sie einen sehr aktiven Muskel hier im Bereich des Kinns haben. Den kann man mit Botox ein bisschen lahmlegen, aber was man auch tun sollte, ist, diese Kinnfalte natürlich wieder aufzufüllen, weil es ansonsten so ein bisschen ein Hexenkinn geben kann. Das möchte natürlich keiner.